Und ich rufe auf Top 81 unserer Tagesordnung, Antrag Aktuelle Stunde der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20/5774. Und als erstes bitte ich Herrn Dr. Naas von der FDP ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kurzstreckenflüge soll es nicht mehr geben, hat die Kanzlerkandidatin der GRÜNEN, Annalena Baerbock, vor 4 Tagen am 16. Mai in einem Interview der Bild-Zeitung gesagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle können uns schon einmal freuen auf die Überfahrt mit der Fähre, denn der Flug nach Mallorca oder nach Sizilien, den wird es bald nicht mehr geben, denn das gilt ja alles als Kurzstrecke bis 1500 Kilometer bzw. ist dann eben nicht mehr erlaubt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um es gleich und deutlich vorweg zu sagen, Fliegen ist für uns Freie Demokraten Freiheit. Wir wollen den Menschen ihren Urlaub nicht nehmen und ihnen Europa und die Welt vorenthalten. Ich vermute, diese Auffassung teilt auch Ihre Bundestagsfraktion von den GRÜNEN, denn die sind ja Meister im Fliegen, insbesondere auf der Kurzstrecke, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist richtig, Luftverkehr kann man auf die Schiene verlagern. Es funktioniert aber nicht, wenn man Fliegen teurer macht oder es verbietet. Da gibt es bessere Konzepte. Da müssen Sie in die Schieneninfrastruktur investieren, Züge schneller machen, Züge müssen auch pünktlicher werden und der Preis muss günstiger werden. Und ich will gleich mit noch einer Legende aufräumen. Es wird nicht möglich sein, alle Inlandsflüge auf die Schiene zu verlagern, denn das sind keine schwäbischen Touristen, die zu ihrem Urlaub nach Hessen fliegen und dann in Stuttgart in den Flieger einsteigen, um in Frankfurt zu landen. Nein, das sind Menschen, die internationale Reisen antreten, die auf der Durchreise sind. Der Frankfurter Flughafen ist der internationale Hub, und den machen Sie kaputt mit dieser Politik. Und was ist dann das Ergebnis? Das Ergebnis ist dann, dass nach Paris geflogen wird oder nach Zürich dann umgestiegen wird oder dann weiter nach Amerika, oder Sie fliegen nach Dubai oder in die Türkei, auch alles Vorzeigedemokratien, um dann weiter nach Fernost zu fliegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dadurch wird kein Gramm CO2 eingespart, aber Hessen verliert Tausende an Jobs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Flugverkehr ist längst in der CO2-Bepreisung eingebunden. Der Zertifikatehandel findet dort statt. Und vielleicht sollte man auch einmal die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer für die Erforschung von alternativen Kraftstoffen verwenden. Das wäre ein echter Gewinn für das Klima, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die GRÜNEN haben ihre Maske fallen lassen. Armin Laschet hat es dankenswerterweise auf den Punkt gebracht. Populistisch und ohne jede klimapolitische Wirkung, hat er zu den Vorschlägen der Kollegin Baerbock gesagt. Wir hier im Hessischen Landtag haben uns ja an den Al-Wazirschen Pragmatismus gewöhnt. Also dringende andere Termine bei der Grundsteinlegung vom Terminal 3, war ja auch kurzfristig, rechtliche Verpflichtungen zum Bau der A49, wie ärgerlich für den Minister. Der Weggang der IAA, Verkettung unglücklichster Umstände, meine Damen und Herren. Aber was blüht uns, wenn die GRÜNEN die Kanzlerin stellen und von den Ketten der Union befreit sind? Am Ende vielleicht noch mit Grün, Rot, Rot. Mir graut vor 4 Jahren Verbotspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Herr Minister, was wir heute von Ihnen mal wissen wollen, was ist Ihre Meinung, wenn Sie mal frei aufschlagen dürfen? Sagen Sie uns doch mal, was Sie als hessischer Verkehrsminister von den Vorschlägen Ihrer Bundesvorsitzenden halten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie tragen ja Verantwortung für 81.000 Arbeitsplätze an der größten Arbeitsstätte in Deutschland, dem größten Arbeitgeber in Hessen und mit einer 50-prozentigen Landesbeteiligung. Und das ist und hoffentlich bleibt auch der Frankfurter Flughafen. Unser Wohlstand hängt eng mit dem Frankfurter Flughafen zusammen, und deswegen kann uns die Zukunft dieses Flughafens nicht egal sein.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern wurde die Nordwestlandebahn endlich wieder geräumt und kann wieder beflogen werden. Anfang Juni werden auch die Lichter am Terminal 2 alle wieder angehen, und dann können dort auch wieder Passagiere abgewickelt werden. Aber nach wie vor hinkt der Frankfurter Flughafen hinter den Prognosen zurück, und deswegen ist hier Wegducken nicht angesagt, Herr Minister. Wo ist Al-Wazir? Fragte schon Manfred Köhler am 10. Mai in der FAZ. Denn seit 3 Monaten hat die aktivste Presseabteilung unseres Landes zum Flughafen nichts mehr gesagt. Und in der Tat, der Minister wirkt dort blass und hat sich weggeduckt. Aber, Herr Minister, wer so auf das Amt des Ministerpräsidenten schielt wie Sie, und das in ein Bundesland, was so von der Mobilität abhängt wie Hessen, der darf an dieser Stelle nicht schweigen. Herr Dr. Naas, kommen Sie bitte zum Schluss. Machen Sie Ihren Job. Der Frankfurter Flughafen braucht jetzt Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Als nächstes bitte ich Frau Dahlke von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, erst einmal vorab vielen Dank, Herr Naas, dass Sie uns die Kanzlerschaft zutrauen. Ich dachte, es wäre vielleicht eher Herr Lindner aus Ihrer Sicht, aber geht ja schon mal gut los. Es ist gerade 3 Wochen her, dass auf unser aller Handys die Eilmeldung aufgeblitzt ist, während der Aktuellen Stunde: Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig. Gerade 3 Wochen her, dass die Große Koalition sich überschlagen hat mit Lobesliedern auf diese Entscheidung. Sie sei ein Ausrufezeichen und eine deutliche Stärkung für den Klimaschutz. Und die klare Botschaft dieser Entscheidung war: Zu wenig Klimaschutz heute bedroht die Freiheitsrechte dieser und der kommenden Generationen. Also müssen wir jetzt konsequent handeln und konkret handeln, um mehr CO2 einzusparen. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die hat vor, nach der Bundestagswahl als allererstes ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg zu bringen. Und das ist leider bitter nötig, weil die bisherige Bundesregierung hier einfach nicht genug getan hat, meine Damen und Herren. Und eigentlich ist es doch ganz einfach. Alle Sektoren müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und das betrifft natürlich auch den Flugverkehr. Und ein Ansatzpunkt dafür ist, die Flugzeuge werden effizienter und sie tanken saubere Kraftstoffe. Und an dieser Stelle ausdrücklich danke, Herr Dr. Naas, an die FDP zu dieser Aktuellen Stunde, weil sie uns die Gelegenheit dazu gibt, um über die Erfolge der Landesregierung bei der Kraftstoffwende zu sprechen. Weil der Industriepark Höchst nämlich, wird in direkter Nähe des Flughafens gerade zum Innovations- und Technologie-Hub auf diesem Gebiet. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Herr Naas. Die Standortbedingungen hier in Hessen sind hervorragend. Anfang 2020 hat das CENA, das Kompetenzzentrum Klima- und Lärmschutz im Flugverkehr, seine Arbeit aufgenommen. Und heute ist Hessen maßgeblich an der Entstehung der Roadmap Power to Liquid beteiligt von Bund, Wirtschaft und Ländern. Also Hessen ist hier wirklich ganz im Sinne Ihrer Forderung unterwegs und fördert mit Nachdruck Innovationen im nachhaltigen Flugverkehr. Der zweite Hebel, um den CO2-Ausstoß im Flugverkehr zu senken: Flüge müssen durch bessere Angebote überflüssig gemacht werden. Da sind, glaube ich, auch sehr viele Missverständnisse in der Welt, weil niemand will ab morgen Kurzstreckenflüge verbieten. Aber innerdeutsche Verbindungen und Kurzstrecken, die mit der Bahn in unter 3 Stunden zum Beispiel erreichbar sind oder erreichbar gemacht werden können, ja, die muss niemand fliegen. Die muss vor allem perspektivisch niemand fliegen. Das hat unsere Kanzlerkandidatin gesagt. Und deswegen ist es richtig zu überlegen, wie man es hinbekommen kann, dass diese Strecken mit der Bahn für Familien, aber auch für Businessmenschen auf diesen Strecken, dass die attraktiver werden als mit dem Flugzeug. Dass die mit der Bahn attraktiver werden als mit dem Flugzeug. Und das sagt auch nicht nur, die Grünen, sondern das sagt zum Beispiel auch heute der EU-Klimakommissar Frans Timmermans, der auch gesagt hat, Kurzstreckenflüge müssen auf Dauer überflüssig gemacht werden. Also das ist wirklich ein Allgemeinwissen so. Und eine Sache, es haben ja auch leider noch nicht alle Parteien ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl.
Aber vielleicht sollten sich alle mal vor der Bundestagswahl überlegen und so langsam festlegen, ob alte Überlegungen noch gelten. Also zum Beispiel soll man die Luftverkehrssteuer für Kurzstreckenflüge vielleicht verdreifachen, weil Billigtickets eben nicht den wahren Preis abbilden. Solche Überlegungen gab es ja durchaus mal. Oder ob man sagt, extreme Billigtickets sind halt attraktive Mobilitätsangebote. Wir Grüne, wir haben einen Programmentwurf vorgelegt und wir sind an dieser Stelle keine Verbotspartei, sondern wir sind ganz einfach die Partei des besseren Angebots. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also die Luftfahrtbranche die fängt langsam an zu verstehen, der Neustart nach der Corona-Pandemie der muss der Beginn sein für ein viel größeres Engagement im Klimaschutz. Und dieses Lamentieren von wegen Klimaschutz ist schlecht für die Wirtschaft oder für einen starken Frankfurter Flughafen, das stimmt so einfach nicht. In Hessen arbeiten die Koalitionspartner daran, beides zu verknüpfen. Und das Gleiche erwarten wir auch von der nächsten Bundesregierung. Als nächstes bitte ich nun die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Wissler, nach vorne. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute über den Frankfurter Flughafen im Speziellen und den Luftverkehr in Deutschland im Allgemeinen, und das inmitten der Corona-Krise. Die FDP empört sich darüber, dass es aktuell eine Debatte zu Kurzstreckenflügen gibt. DIE LINKE fordert ja schon seit vielen Jahren, dass Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlegt werden müssen. Und jetzt haben auch SPD und GRÜNE festgestellt, dass hier dringend gehandelt werden muss. Und da kann ich nur sagen, gut so. Denn es geht um Klimaschutz. Fliegen ist klimaschädlich, und wir müssen die Flugbewegungen dringend reduzieren. Ein Fünftel aller Flüge vom Frankfurter Flughafen könnte ohne effektiven Zeitverlust auf die Schiene verlegt werden. Und ein Drittel aller Flüge vom Frankfurter Flughafen sind Ziele, die in unter 6 Stunden mit der Bahn zu erreichen waren. Es geht also nicht um den Flug nach Mallorca, sondern es geht um Flüge von Frankfurt nach Stuttgart. Die hat es nämlich vor der Corona-Krise immer noch gegeben. Und das ist doch wirklich ein Wahnsinn, dass man von Frankfurt nach Stuttgart fliegt. Das ist doch nur sinnvoll, das auf die Schiene zu verlegen, meine Damen und Herren. Und das geht selbst bei der heutigen Kapazität. Es geht um Flüge von unter 500 Kilometern und nicht auf die Urlaubsinseln. Es ist ein Problem, wenn eine kurzfristig gebuchte Bahnfahrt teurer ist als ein Kurzstreckenflug. Und das muss man auch ändern. Und auch darauf ist in der Debatte hingewiesen worden. Der ganze Flugverkehr wird laut Umweltbundesamt mit 12 Milliarden € pro Jahr subventioniert. Ganz selbstverständlich übrigens, während wir bei jeder neuen Bahnstrecke um das Kosten-Nutzen-Verhältnis falschen müssen, wird hier einfach der Flugverkehr, obwohl er so klimaschädlich ist, subventioniert. Nun hat die Corona-Krise den Flugverkehr massiv reduziert. Und sicherlich werden auch einige Effekte bleiben. Man wird vielleicht doch mehr Videokonferenzen machen, statt für eine Sitzung um die Welt zu fliegen. Aber im Großen und Ganzen werden alte Gewohnheiten zurückkehren und damit auch die Probleme des Luftverkehrs, nämlich der immense CO2-Ausstoß und lokale Schadstoffe und natürlich Lärm. Und da kann die FDP jetzt sagen, Fliegen ist Freiheit. Aber ja, es geht um Freiheit, aber es geht eben auch um die Freiheit der kommenden Generationen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gerade sehr deutlich gemacht, dass unsere Art zu wirtschaften und die Mobilität die Freiheitsrechte der künftigen Generationen gefährdet. Also da sollten Sie als selbsternannte Freiheitspartei auch mal drüber nachdenken, wie viel die Freiheit noch wert ist, wenn der Meeresspiegel am Ende steigt, meine Damen und Herren. Natürlich ist der Frankfurter Flughafen Arbeitsplatz für Zehntausende Menschen. Und Klimaschutz muss einhergehen mit der sozialen Absicherung. Wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau. Und schon vor der Krise haben die Bedingungen am sogenannten Jobmotor Frankfurter Flughafen sich deutlich verschlechtert. Subunternehmen wurden eingesetzt, dadurch wurden Tarifverträge unterlaufen, die Bodenverkehrsdienste wurden liberalisiert, ungeliebte Tochterfirmen verkauft. Mit Ryanair wurde ein Unternehmen, das aggressives Sozialdumping betreibt, mit Rabatten nach Frankfurt gelockt, genehmigt vom hessischen Wirtschaftsministerium.
Und jetzt in der Corona-Krise bangen Zehntausende Beschäftigte um ihre Jobs. Allein die Lufthansa will Tausende von Arbeitsplätzen abbauen und kündigt immer weiteren Stellenabbau an, ob bei der Condor oder bei den Bodenverkehrsdiensten. Die Zeche für die Krise am Flughafen zahlen die Menschen in der Kabine, am Schalter und am Gepäckband. Und das, nachdem die Lufthansa mit Milliarden aus Steuergeldern gepampert wurde. Und dieses Geld war nicht dafür gedacht, Dividenden zu retten, meine Damen und Herren. Fraport erhält jetzt auch eine dreistellige Millionensumme von Bund und Land. Und hier gilt es wie so oft. In guten Zeiten streichen die Privaten die Profite ein, im schlechten zahlt der Steuerzahler die Verluste. Es gibt überhaupt keine Gegenleistung. Eine Arbeitsplatzgarantie hätte das Mindeste sein müssen. Fraport kriegt 160 Millionen dafür und baut jetzt Arbeitsplätze ab, setzt das Outsourcing fort. Und für die große Leistung, dass die Fraport jetzt bis 2050 klimaneutral sein will, was 5 Jahre mehr ist, als das Klimagesetz allen anderen Zeit lässt. Klar muss doch sein, öffentliches Geld gibt es nur gegen demokratische Mitsprache und vor allem zugunsten des Gemeinwohls. Und natürlich müssen die Arbeitsplätze gerettet werden damit. Warum hat man denn Milliarden für die Lufthansa ausgegeben, wenn man das nicht verknüpft mit einer Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Damen und Herren? Und ich finde, Macron in Frankreich hat es doch vorgemacht. Der hat bei der Air France die Streichung von Kurzstreckenflügen zur Bedingung zur Rettung gemacht. Ist jetzt übrigens per Gesetz geregelt, dass die Inlandsflüge auf die Bahn verlegt werden. Und ich meine, da sieht man ja in Frankreich auch ganz gut, dass man dort schnelle Zugverbindungen hat und das Verlagerungspotenzial groß ist. Deshalb sind die Eingriffsrechte für den Staat zentral. Flüge müssen reduziert, Bahnstrecken ausgebaut und Tickets günstiger werden. Unsere Vorstellung ist ein öffentlicher Mobilitätskonzern, der Bahn und Luftverkehr sinnvoll vernetzt. So können dann auch Übergänge im Rahmen einer Verkehrswende besser organisiert werden. Die Mobilität von morgen ist klimafreundlich und orientiert sich am Bedürfnis von Menschen. Und deswegen muss Deutschland zum Bahnland werden, mit preiswerten und gut getakteten Fernverbindungen, mit einem ÖPNV, der den ländlichen Raum anbindet, damit die Menschen nicht aufs Auto angewiesen sind. Kurzstrecken müssen auf die Schiene verlegt werden, der Bahnverkehr muss ausgebaut werden und Flüge eingeschränkt werden. Und das geht am besten, wenn beides zusammengedacht werden. Und so kann man die Arbeitsplätze dann auch schützen und neu. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Letzter Satz. Ich finde, man könnte die Corona-Hilfen genau für einen solchen Umbau nutzen. Und ja, in der Tat, weil das angesprochen wurde, wir brauchen einen Politikwechsel, auch und gerade im Bereich der Verkehrspolitik. Und ich finde, es ist höchste Zeit, das Bundesverkehrsministerium aus der jahrelangen Geiselhaft der CSU zu befreien. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Herr Gagel von der AfD zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nach den planwirtschaftlich-sozialistischen Luftschlössern mal wieder zurück zur Realität. Meine Damen und Herren, die Forderung nach Abschaffung aller Inlandsflüge würde den Frankfurter Flughafen mit mehr als 50% Umsteigeranteil ins Mark treffen. Denn die Langstreckenflüge füllen sich zu einem guten Teil durch Zubringerflüge innerhalb Deutschlands. Beispielsweise kommen viele Fluggäste aus Berlin per Flugzeug nach Frankfurt, um von hier aus auf andere Kontinente weiterzureisen, weil das Angebot von Interkontinentalflügen direkt aus der Bundeshauptstadt heraus sehr viel geringer ist. In Frankfurt wäre von einem Ende von Inlandsflügen vor allen Dingen die Lufthansa als Hauptkunde des Flughafens betroffen. Deren Inlandsverbindungen sind in erster Linie als Zubringerflüge für die Interkontinentalflüge aus ihrem Heimatflughafen Frankfurt wichtig. 2/3 aller innerdeutschen Passagiere sind Umsteiger, die über ein Drehkreuz zu internationalen Zielen fliegen. Die Lufthansa bündelt Passagiere an Hubs wie Frankfurt und München, um sie von dort aus in alle Welt zu fliegen. Das spart im Vergleich zu Direktflügen sogar CO2 ein. Meine Damen und Herren, tatsächlich spricht sehr viel dafür, dass ein System mit Knotenpunkten im Vergleich zu Direktflügen, dem sogenannten Point-to-Point-Verkehr, die weniger umweltbelastende Variante ist, den Flugverkehr zu organisieren. So lassen sich mit einem Hub
beispielsweise 6 Städte mit alles in allem 12 Flügen verbinden. Will man aber die 6 Städte alle direkt miteinander verbinden, wären 30 Flüge notwendig. Das Hub-System funktioniert allerdings nur so lange komfortabel, wie es gelingt, die Kontrollen der Passagiere und die Beförderung des Gepäcks am Drehkreuz effizient zu gestalten, sodass die Umsteigezeiten kurz sind. Die Lufthansa nimmt bereits heute schon für sich in Anspruch, auf einen Mix der Verkehrsträger zu setzen, soweit es für den Kunden akzeptabel und für die Airline rentabel ist. Die Lufthansa, wenn die Drehkreuze gut an den Schienenverkehr angebunden sind, verzichtet Lufthansa nämlich auch auf inländische Zubringerflüge und bringt die Passagiere bereits jetzt schon mit der Bahn zum Flughafen. Voraussetzung sind jedoch leistungsfähige und zuverlässige Bahnangebote. Und da hapert es nämlich. Dort, wo es bereits heute gut funktioniert, wie beispielsweise zwischen Köln und Frankfurt, gibt die Lufthansa die Strecke schon lange zugunsten der Bahn auf. Der Frankfurter Flughafen wird dabei im Vergleich zum Münchner Hub, hat dabei im Vergleich zum Münchner Hub den großen Vorteil, dass er bestens ans ICE-Netz und auch an die Autobahnen angeschlossen ist. In München dagegen wird es auf absehbare Zeit keinen ICE-Anschluss geben. Um in Zukunft noch mehr Passagiere zu den Interkontinentalflügen zu bringen, müssten die Eisenbahnverbindungen allerdings immer zuverlässig funktionieren. Außerdem müsste es die Bahn schaffen, auch alle für das Fluggepäck vorgeschriebenen Sicherheitsprozesse anzubieten, um ein komfortables, schnelles Umsteigen vom ICE in das Flugzeug zu ermöglichen. Tatsächlich nutzt die Lufthansa, das hatte ich ja schon gesagt, in Frankfurt heute schon diese Intermodalität. Unter dem Namen Express Rail bietet sie gemeinsam mit der Deutschen Bahn auf dem Flugplan abgestimmte Zugverbindungen nach Frankfurt an. Derzeit gibt es aus 14 deutschen Städten heraus, zum Beispiel von Köln, Düsseldorf, Dortmund, Würzburg und Stuttgart, diese Angebote. Außerdem betreibt die Airline noch einen Expressbus auf der Strecke Straßburg-Frankfurt. Die Forderung nach einer Abschaffung der Inlandsflüge, meine Damen und Herren, ist wie fast alles aus der links-grünen Ecke realitätsfremd und wohlstandsbedrohend. Immer wieder wird der sogenannte Klimaschutz herangezogen. Klimaschutz, 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 Klimaschutz. Es ist wirklich ein Glaubensbekenntnis, was Sie immer wieder hier beten. Und als eine Bedrohung für die Menschheit aufgepumpt, die keine ist. Wir dagegen setzen auf eine marktgetriebene und innovationsbasierte Anbindung der verschiedenen Verkehrsarten langfristig miteinander, die eine Optimierung für den Nutzer, für den Kunden, für den Fluggast im Visier hat. Mit Verboten jedenfalls, wie sie die Kobold-Kanzlerkandidatin fordert, kommen wir jedenfalls nicht weiter. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Kasseckert nach vorne. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der aufziehende Bundestagswahlkampf macht es wahrscheinlich notwendig, dass wir uns in den nächsten Sitzungen des Hessischen Landtages immer wieder mit neuen Themen oder immer wieder mit Themen beschäftigen, die aus den unterschiedlichen Gründen in die Diskussion gebracht werden. Und die Diskussion heute ist tatsächlich ja zurückzuführen auf ein sehr plakatives, vielleicht auch populistisches Bild, das die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gestellt hat, Kurzstreckenflüge bis 2030 abzuschaffen. Und die Diskussion, die wir heute hier führen, geht viel tiefer. Ich habe sehr aufmerksam zugehört und auch den unterschiedlichen Rednern sehr aufmerksam zugehört. Und das hat gezeigt, dass wir uns hier viel tiefer mit der Frage beschäftigen, als dem plumpen, plakativen Satz zu sagen, bis 2030 wollen wir keine Kurzstreckenflüge mehr haben. Das allein ist nämlich weder die Lösung, ganz im Gegenteil, das ist für uns hier am Standort Hessen, am Standort Frankfurt mit dem größten deutschen Flughafen eher eine Gefahr, eine Bedrohung. Und die Wahrheit liegt sicherlich im Detail. Und Frau Dahlke hat
natürlich darauf hingewiesen, dass wir aus dem Luftverkehr wie aus allen anderen Verkehrsträgern natürlich auch Belastungen, CO2-Belastungen haben. Aber der Luftverkehr macht 0,3% der CO2-Belastung Deutschlands aus. 0,3%. Und da ist schon die Frage, die man sich stellen muss, ob wir bei 0,3%, ich will nicht sagen, dass wir es nicht machen müssen, aber bei 0,3% so weit geht, zu sagen, wir schaffen die Kurzstreckenflüge bis 2030 ab und nehmen in Kauf, dass eine Luftverkehrswirtschaft, dass ein deutscher Hubflughafen Frankfurt-Rhein-Main, dass der im internationalen Kontext zurückfallen wird, abgestuft wird und damit eine Bedrohung für mehr als 80.000 Beschäftigte hier am Flughafen Frankfurt entstehen wird. Das wollen wir ausdrücklich nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn es ist zu kurz gesprungen, lediglich die CO2-Belastung in dieser Frage zu betrachten. Es wurden viele Argumente genannt, die Konnektivität, die Zubringerflüge, sodass eben nicht alle nur aus Jux und Tollerei in einen Flieger steigen und kurze Strecken fliegen, sondern dass sie zu einem großen Teil innerhalb Deutschlands, bei Lufthansa sind das immerhin 50%, Zubringerflüge sind, die über Frankfurt dann internationale Ziele ansteuern. Und wenn wir das machen, und deshalb bin ich, Frau Wissler, Sie ist jetzt gerade rausgegangen, dankbar, dass Sie Frankreich angesprochen hat. Denn Frankreich hat die Regelung mit der Hilfe für die Air France damit verbunden, dass sie sagen, wir wollen Kurzstreckenflüge unterbinden. Und davon sind genau drei Strecken in Frankreich betroffen. Und keine dieser drei Strecken sind von dem Hubflughafen in Paris, sondern alle nur von Orly abgehend. Das heißt, keine dieser drei Strecken haben irgendetwas mit internationalem Flugverkehr zu tun. Würden wir den Maßstab Frankreichs annehmen, würde das im innerdeutschen Flugnetz eine einzige Verbindung, Düsseldorf-Stuttgart, betreffen. Die gibt es schon seit Corona nicht mehr. Also deshalb muss man genau hinschauen und eben nicht den plakativen Dingen nachlaufen, sondern hinschauen, was ist der richtige Weg. Und deshalb glaube ich, dass wir in den zurückliegenden Jahren hier in der Hessischen Landesregierung den richtigen Weg gegangen sind, mit der Luftverkehrswirtschaft nach Wegen zu suchen, wie können wir Strecken, Kurzstrecken von dem Flieger auf die Schiene verlegen. Das ist ein richtiger und sinnvoller Weg. Niemand von uns wird sich in die Reihen stellen, niemand von uns wird also lange oder längere Zeiten in Anspruch nehmen, wenn ich mit der Bahn komfortabler reisen kann. Aber die Wahrheit ist eben auch, Frau Dahlke, die Wahrheit ist eben auch, dass wir bis 2030 es nicht schaffen werden, nennenswerte Schnellverkehrsbindungen bei der Bahn herzustellen, weil unsere Planungs- und Realisierungszeiten zu lang sind. Wenn wir weiterhin bei diesen Zahlen bleiben, wenn wir Realisierungszeiten von 20 und mehr Jahren haben, werden wir es auch nicht schaffen, Umsteiger vom Flieger auf die Bahn zu motivieren. Deshalb muss es sein, und hier haben wir Ansätze ja auch gezeigt, deshalb muss es sein, gemeinsam mit der Luftverkehrswirtschaft diese Strecken zu stärken, wo die Bahn attraktiver ist, wo sie unter 3 Stunden besser nutzbar ist für den Kunden als mit dem Flieger. Wir müssen die Verbindung zwischen Bahn und Luftverkehr besser herstellen, komfortabler auch für den Kunden. Und wir müssen daran arbeiten, dass Fliegen sauberer wird. Und da hat die Landesregierung, auch das wurde heute hier schon genannt, hat die Landesregierung den richtigen Weg, einer der Punkte, den richtigen Weg bestritten, nämlich indem wir Power to Liquid hier ausbauen. Wir werden auch in den nächsten Jahren nicht ohne Flugverkehr auskommen. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir uns dafür einsetzen, für Maßnahmen, die dem Standort Frankfurt dienen und nicht für Maßnahmen, die plakativ vielleicht ein bestimmtes Thema bespielen, in der großen Bevölkerung vielleicht auch ankommen, aber im Detail am Ende diesem Standort Hessen schaden. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich nun Herr Weiß zu Wort gemeldet. Ist schon auch gesprungen. Wenn dass du nach dem Redebeitrag was sagen willst, kann ich mir gut vorstellen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ist schon eine bemerkenswerte Debatte, finde ich. Ich finde vor allem den Beitrag vom Kollegen Kasseckert hier bemerkenswert. Ich habe gedacht, dass ich das gegenseitige ich sag mal, Anfrotzeln der Abgeordneten von CDU und GRÜNEN auf die sozialen Medien beschränkt, wo Herr Kasseckert ja die Spitzenkandidatin der GRÜNEN auch schon einmal als Populistin bezeichnet hat. Das hat er hier jetzt noch einmal wiederholt. Herr Frömmrich hat ihm daraufhin auf der Facebook-Seite vorgeworfen, er würde beim Klimaschutz irrlichtern wie die gesamte CDU. Also, ich kann nur sagen, ziemlich beste Freunde bei Schwarz-Grün, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mich wundert es dann eigentlich auch nicht, dass zu dem Thema, über das wir reden, dann von Schwarz-Grün hier kein gemeinsamer Antrag kommt. Offensichtlich sind die Gemeinsamkeiten an der einen oder anderen Stelle hier doch etwas aufgebraucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wobei man zur Entschuldigung von Herrn Kasseckert schon sagen muss, dass bei Frau Baerbock in letzter Zeit ja eine Menge Themen so einiges durcheinandergekommen sind, so auch das Thema Luftverkehr. Wenn die Kanzlerkandidatin, Spitzenkandidatin der Vielfliegerpartei Bündnis 90 die GRÜNEN beispielsweise die Billigflieger kritisiert, dann darf man schon daran erinnern, wer denn die Ryanair beispielsweise nach Frankfurt geholt hat. Das waren Tarek Al-Wazir und die hessischen GRÜNEN. Mit einem Incentive-Modell, das Minister Al-Wazir genehmigt hat und das als Lokprogramm speziell auf Ryanair zugeschnitten war. In der Opposition kritisieren, in der Regierungsverantwortung umgesetzt, wird ja inzwischen zur Erfolgsstrategie der Bundesgrünen. Ich erinnere an die Debatte zu den NSU-Akten von gestern Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Frau Baerbock sagt, dass Inlandsflüge billiger sind als Inlandszugreisen, dann ist das auch schlicht falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unter anderem ist das deswegen falsch, weil die Bundesregierung gehandelt hat. Die Luftverkehrsabgabe wurde erhöht. Da haben wir im Übrigen auf FDP-Antrag hier drüber diskutiert, in der Aktuellen Stunde. Und die Mehrwertsteuer wurde im gleichen Zug auf Bahnfahrkarten im Fernverkehr von 19 auf 7 Punkte gesenkt. Das haben wir hier schon debattiert. Damit wurde Bahnfahren um 10% günstiger in Deutschland und Fliegen teurer. Das haben nicht die GRÜNEN gemacht, das haben Union und SPD gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Frau Dahlke hier meint, die Bundesregierung hätte nicht genug getan, um quasi den Zugverkehr zu fördern. Die nächste Aussage von Frau Baerbock hat ebenfalls nichts mit der Realität zu tun. Manfred Köhler hat sie in der FAZ mit der Überschrift »Wenn Baerbock träumt« kommentiert. Kurzstreckenflüge sollen bis 2030 durch den Ausbau der Bahn überflüssig werden. So sehr sich Tarek Al-Wazir sicherlich wünschen würde, dass der Fernbahntunnel unter Frankfurt oder die Schnellbahnstrecke Mannheim-Frankfurt in 8 Jahren fertig sind, so sehr weiß er natürlich auch, dass das Träumerei ist. Deswegen hat Tarek Al-Wazir ja auch Frau Baerbock diese Woche schon widersprochen in der Zeitung, als er gesagt hat, dass der Luftverkehr in manchen Bereichen ohne Alternative ist. Es nützt also nichts, den Menschen eine Fortbewegungsart zu verbieten, ohne ihnen eine Alternative für ihr Mobilitätsbedürfnis zu bieten. Deswegen übrigens hat die Bundesregierung beschlossen, 86 Milliarden Euro bis 2030 in das Schienennetz der Bahn zu investieren. Das waren nicht die GRÜNEN, das waren Union und SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Dahlke, wir haben in der Bundesregierung übrigens auch beschlossen, das Fliegen sauberer zu machen. Bis 2030 muss den Flugzeugkraftstoffen mindestens 2% synthetisches Kerosin beigemischt sein. Alleine mit dieser Maßnahme dekarbonisieren wir bis 2030 ein Drittel des innerdeutschen Flugverkehrs. Zu Frankreich hat der Kollege Kasseckert schon ein bisschen was gesagt mit den 3 Flügen in Frankreich. Wenn man das Modell auf Deutschland übertragen würde, wäre es ein Flug Stuttgart-Düsseldorf, weil die ganzen Hubs raus sind, die Zubringerflüge und nur Strecken, die mehrmals täglich in unter 2,5 Stunden mit dem Zug erreicht werden können. Zu den Wahlprogrammen, Frau Dahlke, da muss ich auch noch etwas zu sagen. Also, es stimmt, dass das von der CDU noch nicht vorliegt. Ja, das ist wahrscheinlich noch zum Lektorat in Baku. Aber dass das Grünen-Programm irgendwelche klaren Aussagen finden würde zum Thema Billigflieger oder Kurzstreckenflüge, das ist ja schlicht nicht wahr. Da steht nichts drin. Das ist reines Geschwurbel. Das ist wie eine transkribierte Habeck-Rede, Ihr Wahlprogramm. Da steht nichts Konkretes drin zum Thema Billigflieger oder Kurzstrecken, wenn Sie es hier behauptet haben. Und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, und das will ich hier noch einmal
will ich hier noch einmal anmerken, so wichtig das ist, über Billigflieger und über Kurzstreckenflüge zu reden, müssen wir auch darüber reden, wie der Luftverkehr in Deutschland und vor allem hier in Hessen wieder auf die Beine kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zehntausende Jobs stehen in der Branche auf der Kippe, bei der Fraport, Lufthansa, Condor und bei allem, was daran hängt. Wenn das Sommergeschäft in diesem Jahr nicht funktioniert und nicht auf die Beine kommt, dann kriegen wir nicht einmal 20% des Umsatzes in diesem Jahr von 2019. Wenn wir das Sommergeschäft noch retten können, dann kriegen wir 40% nach Prognose des BDL des Geschäfts von 2019. Lassen Sie uns als Landesregierung, als Verantwortliche im Bund alles dafür tun, dass diese Luftverkehrsbranche schnell wieder auf die Beine kommt, dass die Unternehmen wieder Geld verdienen können, damit die Beschäftigten wieder ohne Sorge ihren Arbeitsplatz wahrnehmen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Landesregierung hat nun Herr Minister Tarek Al-Wazir das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und eine kurze Feststellung am Anfang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundestagswahlkampf beginnt dieses Jahr früh. Ich versuche deswegen, so sehr es in dieser Debatte möglich ist, eine sachliche Darstellung dessen, worüber wir hier in Hessen gerade reden. Also die erste Feststellung von meiner Seite aus ist natürlich, wir brauchen die Anbindung an die Welt. Wir brauchen sie ökonomisch, wir brauchen sie kulturell. Und natürlich brauchen wir dafür auch den Luftverkehr, vor allem natürlich bei längeren Entfernungen und erst recht interkontinental. Und die Knotenfunktion Frankfurts ist an dieser Stelle völlig unbestritten. Und übrigens ganz nebenbei ist es auch der intermodalste Flughafen, den es gibt, weil er nämlich eine direkte ICE-Anbindung hat, weil er eine Nahverkehrsanbindung an der Schiene hat. Das ist für das, was wir sagen, auch an Veränderungen in Zukunft sehen würden, sicherlich ein Vorteil. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich auch wirtschaftlich robuste Fluggesellschaften, den Flughafen als Arbeitgeber, auch mit Sozialstandards und nicht einfach sozusagen irgendwie, in Anführungszeichen. Auch das gehört auf jeden Fall dazu, weil nur dann wird er zukunftsfähig sein. Und zur Zukunftsfähigkeit gehört natürlich aber auch, dass der Luftverkehr generell und insgesamt sich an den Klimaschutzzielen, die wir als Gesellschaft und als Wirtschaft insgesamt haben müssen, dass sich auch der Luftverkehr ohne Abstriche daran messen lassen muss. Das gehört auf der anderen Seite auch zur Zukunftsfähigkeit dazu. Und dementsprechend ist das übrigens ein Punkt, wo ich wirklich, weil ich ja in den Gesprächen drin bin, mal darauf hinweisen möchte, den Kollegen Naas, dass übrigens die Luftverkehrswirtschaft schon viel, viel weiter ist, als Sie vielleicht wahrgenommen haben. Die Luftverkehrswirtschaft, ich habe ja mit denen die letzten Monate verhandelt, auch im Vorfeld der PTL-Roadmap der Bundesregierung, ist sich völlig klar, dass sie eine CO2-Minderungsstrategie braucht, wenn sie eine Zukunft haben möchte, und dass da natürlich auch dazugehört die Verlagerung von vermeidbaren Flügen auf die Schiene. Das ist etwas, daran arbeiten die schon längst. Ich will das an dieser Stelle ausdrücklich mal erwähnen. Herr Gagel, es sind inzwischen sogar 22 Verbindungen. Ich habe das sehr lange verfolgt, weil wir als hessisches Verkehrsministerium Bahn und Lufthansa vor 6 Jahren zueinander gebracht haben. Damals war Amadeus, heißt deren Buchungssystem, glaube ich, nämlich noch nicht kompatibel. Und dass da inzwischen daraus eine Verbindung geworden ist, wo man wirklich 22 Verbindungen quasi bei der Lufthansa buchen kann und der Zug gleich mit dabei ist, ist etwas, da haben wir lange dran gearbeitet. Das ist etwas, machen die aus eigenem Interesse, weil sie nämlich in aller Regel übrigens mit diesen Ultrakurzstreckenflügen auch kein Geld verdienen. Und dementsprechend ist das etwas, wo man am Ende sozusagen was fürs Klima tun kann, was für die Ökonomie tun kann und am Ende die Verlagerung von vermeidbaren Flügen auf die Schiene etwas ist, wo wir ein gemeinsames Interesse daran haben können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, dazu gehört aber auch, dass wir die Rahmenbedingungen für einen massiv verbesserten Fernverkehr auf der Schiene schaffen müssen. Und jetzt mal unabhängig davon, zu sagen, wie viele Flüge real in Frankreich betroffen sind, haben wir noch ein ganz anderes Problem.
In 2,5 Stunden sind Sie von Paris in Bordeaux, 500 Kilometer, aber Sie sind nicht von Frankfurt in Erfurt. Und genau deswegen arbeiten wir ja daran seit Jahren. Frankfurt-Fulda, Fulda-Erfurt, das sind die beiden Dialogverfahren, die ich selbst gestartet habe, damit wir den Fernverkehr auf der Schiene jetzt endlich so konkurrenzfähig und schnell machen, dass er am Ende auch sozusagen seine Rolle spielen kann, die er spielen muss, damit wir einen besseren Bahnverkehr in Deutschland bekommen und diese Kurzstreckenflüge sozusagen in dieser Distanz damit einfach überflüssig machen können. Und der nächste Punkt ist dann, und das gehört dann zum zweiten Punkt, nach der Verlagerung vermeidbarer Flüge, gehört dann natürlich dazu, dass wir die verbleibenden Flüge, dass wir da das fossile Kerosin perspektivisch ersetzen. Weil der Flugverkehr ist rein technisch der allerletzte Bereich, den Sie elektrifizieren können. Weil da Gewicht eine so dramatisch große Rolle spielt und weil die Batterie, auch wenn sie deutlich besser wird, sozusagen an dieser Stelle eben sozusagen jedenfalls im normalen Passagierverkehr in einer überschaubaren Zeit nicht funktionieren kann. So, und dementsprechend brauchen wir alternative Kraftstoffe in modernen und verbrauchsarmen Flotten, um den verbleibenden Luftverkehr dann auch anders organisieren zu können. Ich hatte es schon erwähnt, Hessen hat stellvertretend für die Bundesländer bei der Aufstellung der nationalen PTL-Roadmap mit verhandelt, einen Fahrplan für strombasierte Kraftstoffe im Luftverkehr. Ich habe die Roadmap für die Verkehrsministerkonferenz mit dem Bund und den wichtigsten Luftverkehrsverbänden vor 2 Wochen stellvertretend für die Bundesländer unterzeichnet. Warum macht Hessen das? Weil Hessen an dieser Stelle Vorreiter ist. Wir betreiben seit 2 Jahren das Kompetenzzentrum Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr. Wir werden gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum beim Industriepark Höchst auf seinem Weg zum Technologie- und Innovationshub genau an dieser Stelle den Weg hingehen zu klimaverträglicher Mobilität, einschließlich alternative Kraftstoffe für den Luftverkehr. Und dementsprechend verstehe ich den Titel der Aktuellen Stunde nicht, Innovationen für sauberen Flugverkehr fördern, weil genau das machen wir doch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der. Herr Minister, die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Letzter Punkt an dieser Stelle. Achtung, gerade wenn ich den Kollegen Rock hier sehe, wer sagt Wasserstoff, wer sagt strombasierte Flugverkehrskraftstoffe, wie man so schön sagt, der muss übrigens Ja sagen zum Ausbau von erneuerbaren Energien. Der muss Ja sagen zum Ausbau von erneuerbaren Energien, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir werden am Ende, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, in den unterschiedlichen Sektoren, wenn wir da, wo es keine Batterielösungen gibt, am Ende auch auf flüssige, strombasierte, am Ende wasserstoffbasierte Kraftstoffe setzen, werden wir die Energiewende fördern müssen, nicht behindern müssen, Herr Kollege Rock, sondern deutlich verstärken müssen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und allerletzter Punkt, das will ich jetzt schon noch einmal sagen, wie wir am Ende auch durch Preisanreize sozusagen das in die richtige Richtung lenken, das wird eine spannende Debatte sein, je nachdem, wie die Bundestagswahl ausgeht, wer dann wie verhandelt und allem, was dazugehört. Aber das Kurzzeitgedächtnis, Frau Schardt-Sauer, von Ihnen, das ist nicht sehr ausgeprägt. Weil die größte Verteuerung innerdeutscher Flüge, das war Schwarz-Gelb, das war die FDP, das war die Luftverkehrsabgabe 2011. Das war der letzte große Verteuerungsschritt. So viel übrigens zu den ganzen Geschichten von wegen, wenn. Schenken Sie bitte dem Minister die gehörige Aufmerksamkeit oder stellen Sie eine Frage? Ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss zu sagen, Herr Hahn, falls Sie das nicht gehört haben, weil es nicht mit dem Mikrofon, Herr Kollege Hahn hat gerade dazu gerufen, die FDP war zwar dabei, hat es aber nicht gewollt. Aber regiert haben Sie damals schon, Herr Kollege Hahn. Das will ich mal feststellen. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir weiter an der Sache arbeiten. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten.